Wir haben eine Menge an Zeugs. Das Ding wird. Das wird. Das ist das Zeug, oder? Ist das Wahnsinn? Wie oft erzähle ich euch jetzt schon etwas über Turbo-Zumischer? Nee, das muss passen. Ja. Aber so finde ich das schon mal super. So, komm. Cool. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einem neuen Video am Mittwoch. Es ist heute mal wieder Zeit für ein kleines bisschen Löschfahrzeug. Ich wollte tatsächlich das Video heute ein bisschen schleifen lassen. Meine Stimme geht gerade schon ein bisschen weg. Wir haben schon 1 Uhr nachts, weil ich heute den ganzen Tag wieder unterwegs war. Also wir haben jetzt schon Mittwoch. Ich schneide das gleich noch für euch und dann bekommt ihr es nachher. Nur wenn ihr das Video seht, bin ich wieder in Köln und muss da wieder ein bisschen was rumwerkeln an einem Streifenwagen, der kaputt gegangen ist. Deswegen wird es alles wieder ziemlich eng. Aber ja, genau, Leute. Der echte Kiel hat gefragt, wann kommt mal wieder was vom HLF. Und genau das ist heute die Thematik. Es ist wirklich ein bisschen stressig, dieses ganze Projekt umzusetzen. Und ihr müsst auch so ein bisschen Respekt haben, weil es ist mit viel Aufwand verbunden, so ein Ding überhaupt aufzubauen. Also ihr müsst euch vorstellen, jeder Geräteraum hat zigtausend Einzelteile, die dann da letztendlich bestückt werden müssen. Und um das halt umzusetzen, dauert es seine Zeit. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, als ich im Februar dieses erste Feuerwehrauto gekauft habe und ein Feuerwehrprojekt für euch machen wollte, dass es doch Corona gibt, dass Corona kommen wird und alles durcheinander wirft. Und ihr wisst ja selber, ich brauche euch das nicht sagen, es ist tatsächlich, es geht alles drunter und drüber in dieser Welt, beziehungsweise auch in Deutschland. Einige von euch haben, glaube ich, eine Ausgangssperre, die anderen wieder nicht. Ich finde es natürlich wieder ein bisschen albern, dass man da nicht einmal einheitlich sagt, jeder oder keiner. Aber ist auch egal, ist nicht die Thematik für heute. Heute, ihr seht, da steht ein kleines Paket und Geräteraum Nummer 5, müsste das sein? Da ist der erste Schaden. Ist leer. Und genau das Ding, genau Geräteraum 5, muss heute bestückt werden. Ich habe hier unten immer noch die, so die Thematik mit dem Turbozumischer. Gibt immer noch keine Lösung dafür, aber ich habe heute Mittag so ein bisschen gewerkt und habe mir aus 2 Alu-Winkeln einen Halter gebaut, um diesen Turbozumischer so dran zu machen, wie der mal original da drin war. Genau, Paket ist ja auch on fleek. Es ist ein Paket von AWG. Komm, ich klapp's mal auf. Ihr wollt es sehen? Da sind Produkte drin. Ihr seht es gerade vielleicht im Weitwinkel. Wir haben eine Menge an Zeugs. Und ich glaube, ich muss das alles mal auf einen Tisch stellen, damit ihr versteht, was das alles ist. Wobei ich bin gerade selbst ein bisschen überfragt, weil super viele geile, fette Dinge für dieses Auto da sind. Wir haben einen neuen Zumischer, wir haben diverse Strahlrohre, wir haben ein neues Gitter für den Saugkorb. Wir haben hier noch 2 geheime verpackte Dinge drin und wir haben zum Beispiel auch einen kleinen D-Verteiler für den Waldbrand. Pack den provisorischen Hütchenspielertisch aus. Ja, Sammelstück. Strahlrohr. Soll ich die direkt auspacken, die Sachen? Ich glaube, das macht Sinn, ne? Wir haben ein Strahlrohr einmal in klein mit einem maximalen Durchfluss von 60 Litern. 60 und 30 kann das Ding uns spülen. Bums, nächstes Strahlrohr. Wo stelle ich die denn hin? Ich stelle die mal so hin. Komm, wir stellen die mal direkt auf die Spitze hier drauf. Nächstes Strahlrohr. Na, sowas aber auch. Noch ein Strahlrohr. Und ich sehe daneben noch ein Strahlrohr. Der kleine Verteiler. Noch ein Strahlrohr. Wundervolle Saugkorbschutz. Und das wichtigste Paket, das ist aber gerade doppelt. Da sind 2 Sets von drin und das ist, Leute, das ist der Shit des Lebens. Das wird, glaube ich, das fetteste Video, wenn ich das letztendlich mal umbaue. Aber da gibt es einen eigenen Teil zu, aber ich nehme es trotzdem mal mit raus. Ihr seht, wir haben super viele Produkte hier stehen. Grundsätzlich hätten wir fast immer das gleiche Produkt, gerade zumindest bei den Hohlstrahlrohren. Wir haben hier 1, 2, 3 Mal die Turbo 2235 von, Moment, jetzt muss ich drauf schauen, 60 bis 235 Liter Durchfluss die Minute plus die normale Spülfunktion. Die Strahlrohre sind theoretisch so der neueste Shit, der letztendlich eingesetzt wird. Früher hat man diese ganz normalen Mehrzweckstrahlrohre benutzt. Im Hintergrund seht ihr gerade nicht genau, weil das Ding zu ist, sind diese Halterungen noch drin, wo man ein B-Strahlrohr reinsteckt, ein C-Strahlrohr reinsteckt. Aber ich habe mir sagen lassen, es ist nicht mehr State of the Art, dieses Standardzeug zu verwenden. Deswegen haben wir halt hier uns ganz klar entschieden, diese Hohlstrahlrohre zu verwenden. Da haben wir 3 Versionen von. Wie gesagt, das sind 2 identische Produkte. Theoretisch können wir die auch darüber stellen. Das hier ist auch die 2235, aber ohne Griffstück. Hier wird das Griffstück entfernt. Und warum macht man das? Größtenteils im Innenangriff macht das da Sinn, gerade auch wenn man das im Schlauchpaket schnürt, da ein Strahlrohr zu verwenden ohne Griff. Ist wesentlich einfacher und wie ich finde oder wie ich es gesehen habe, ich kann es ja noch nicht beurteilen, weil wir das noch nicht gemacht haben, aber letztendlich gerade im Innenangriff ja, ist jedes Teil, was da noch dran ist, irgendwie ein Überfluss und ziemlich nervig und somit hat man hier halt gesagt, man kann es nutzen ohne Griff für den Innenangriff, fürs Schlauchpaket besser zu tragen und halt auch ja, ist dieser Griff nicht mehr so der nervige Griff, gerade dann, wenn es ziemlich eng und dunkel wird. Genau. Version kleiner habe ich gerade ganz kurz vorgestellt. Das ist auch ein Hohlstrahlrohr. Es ist der Turbo 2090 mit 30, 60, 90 Liter die Minute Durchfluss. Und das ist eher so gedacht, so für
die Waldbrandgeschichte. Da wollte ich ein spezielles Video zu machen, weil ich auch spezielle Schläuche von Golmer und Hummel habe, die für den Waldbrand gedacht sind. Aber ihr habt ja gerade die Thematik mitbekommen, es verzögert sich tatsächlich bei dem Projekt so ein bisschen. Aber ich kann nichts dran ändern, deswegen müssen wir das Beste draus machen. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Lasst ein Like da, wenn ihr das Projekt weiterhin folgt. Ich bin für euch am Ball. Es kam in der letzten Zeit relativ wenig, aber es hat halt auch diverse Gründe, weil halt alles irgendwie auf Kopf steht. Very special ist auch diese Version hier. Ihr seht genau, da ist ein Aufkleber drauf, übrigens von AWG Fittings, weil die uns diese Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt haben, unbestimmt. Wenn ich das Ding so in der Hand habe, würde ich als allererstes an meinen Akkuschrauber denken, der auch verschiedene Aufsätze hat. Und genau so ist das hier bei dem Strahlrohr auch. Wir haben jetzt hier quasi die Basis. Wenn ich da so durchgucke, da ist lediglich ein Kugelhahn drin, um ja, den Durchfluss zu gewährleisten, beziehungsweise das Ding zu sperren, auf und zu, ganz normal. Und dann haben wir hier verschiedene Aufsätze. Ich habe leider aktuell nur einen Aufsatz da mit einer Durchflussgeschichte von 40, 80, 130 und auch wieder spülen. Und ja, das Ding ist, glaube ich, wirklich der neueste Shit. Ich kann das Ding jetzt hier drauf drehen, zack, und habe somit ein Hohlstrahlrohr mit einer entsprechenden Durchflussgeschichte und kann jetzt hier theoretisch auch was anderes montieren. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich bräuchte Schwerschaum, gibt es dann Schwerschaumaufsatz? Hoffentlich. Sage ich das jetzt nicht falsch, aber ihr habt einen Mittelschaumaufsatz, ihr könnt hier halt wesentlich flexibler mit einer Basisgeschichte agieren. Das heißt, ihr habt das Ding theoretisch immer dabei und könnt dann vor Ort entscheiden mittels dieser adaptierbaren Geschichte hier vorne, wo wollt ihr das Strahlrohr einsetzen. Das finde ich eine ziemlich coole Geschichte. Wie gesagt, die weiteren Aufsätze sind noch nicht da. Wir haben jetzt erstmal so das kleine, aber feine Strahlrohr hier. Gut, hier brauche ich nicht viel zu sagen. Es ist ein Schutzkorb für einen Saugkorb. Den habe ich auch noch nicht da, beziehungsweise doch, der ist im anderen Fahrzeug da hinten gerade in der Halle. Weiter geht's mit dem Hydrantenschlüssel für Überflurhydranten in Ratschentechnologie wahrscheinlich, genau. Habe ich auch noch nie wirklich im Einsatz gesehen. Ich weiß, dass viele Leute den klassischen Hydrantenschlüssel nutzen, aber das ist wirklich das Ding überhaupt. Wir haben einen Dreikant dran, wir haben Kupplungsschlüssel mit dabei. Hier unten haben wir nochmal einen ganz normalen Pollerschlüssel. Hier haben wir für die Wandschränke die Armatur dran. Und das Ding müssen wir definitiv mal testen. Wir haben, glaube ich, einen Hydrant auf dem Gelände. Das müssen wir mal ausprobieren. Da ist kein Wasser mehr drauf, aber das ist schon geil, ey. Auch so ein ganz wichtiges, klassisches Produkt ist dieses Kugelhahn-Absperrventil. Es ist einfach nur ja, ein Absperrorgan. Ihr seht, hier vorne kommt, ich weiß gar nicht, ist, glaube ich, auch Jacke wie Hose. Hier kommt das Wasser rein auf dieser Seite. Auf der anderen Seite würde es austreten und damit könnt ihr das ganze System absperren. Hat auch den Vorteil, gerade in Kombination mit dem Strahlrohr ohne Griff. Das ist das Teil hier. Packt ihr zusammen im Schlauchpaket. Ihr schlauft quasi einen 30 Meter C-Schlauch ein, habt am Ende dieses Absperrorgan, auf der anderen Seite das Strahlrohr dran. Wenn dann letztendlich Wasser auf den Verteiler gegeben wird, könnt ihr hiermit letztendlich an eurer letzten Position oben am Ende vom Schlauchtragekorb, was auch immer, ja, Wassermarsch geben und dann läuft die ganze Geschichte. Das Schlauchpaket bläst sich auf und letztendlich habt ihr dann Druck auf dieses wundervolle Strahlrohr hier. Ich habe mir auf der Website so ein paar Sachen ausgesucht und bin dann letztendlich auf einen Zumischer gestoßen. Haltet euch fest, das feiere ich jetzt schon weg, das Ding, ne? Das ist so krass, das Ding. Das ist wirklich das übelste Ding. Kombination Schwarz-Rot im Katalog selber sind teilweise die Armaturen schon Anthrazit bzw. schwarz. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, sind die denn auch in Real Life schwarz? Das ist jetzt nicht so das klassische Ding wie hier. Wir haben jetzt eine ganz normale Aluminiumkupplung. Hier haben wir halt, ich würde sagen, eloxierte Kupplungen. Die wirken aber, das wirkt. Das Ding wirkt. Das wirkt. Z4R steht drauf auf jeden Fall. Komm, ist das alte Ding. Pack das alte Ding hier aus. Oh, alter Schwede, ey. Boah, ich weiß nicht, von wann das Ding ist. Da ist leider kein Baujahr mehr drauf. Aber das ist so ein gängiger Zumischer, wie man den eigentlich noch heute einsetzt. Und das ist das absolute Hightech-Teil von AWG. Sind beides AWG-Produkte, aber ich finde diese Wertigkeit mit diesen schwarzen Kupplungen, das ist so geil. Unglaublich. Ja, der ist kleiner. Das ist schon mal sehr attraktiv. Und jetzt kommt das fetteste Paket. Leute, wenn wir noch nicht genug Farbe haben, haben wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Farbe. Das ist wirklich Next Level, das Ding, ne? Das ist das Zeug, oder? Ist das Wahnsinn? Alter Schwede, die haben tatsächlich blau eloxierte Kupplungen für einen Trinkwasserschutzstandrohr, nein, beziehungsweise es ist ein Nachrüstset für ein Standrohr, gerade für die Thematik Trinkwasserschutz. Ventile sind dabei und blaue Armaturen. Ey, das feiere ich abnormal weg gerade, ne? Da müssen wir auf jeden Fall definitiv ein eigenes Video zu machen, weil das ist das Ding. Jetzt fragt ihr euch, warum blaue Armaturen? Für mich als Nicht-Feuerwehrmann gehe ich immer davon aus, wenn irgendwo ein Fahrzeug steht und da ein Standrohr in den Boden setzt, also quasi ein Hydrant, ein Unterflurhydrant belegt,
dass das eigentlich gang und gäbe ist, das ganz normal so zu machen. Die Problematik ist aber, dass die Wasserleitungen unter der Erde Trinkwasserleitungen sind. Das heißt, es ist nicht ein spezielles Hydrantennetz, worauf nur die Feuerwehr zugreift, sondern das ist unser Trinkwasser, was jeder von euch auch ganz normal im Haushalt hat. Und die Brisanz jetzt hierbei ist, das ist jetzt noch nicht das spezielle Bauteil, was sicherlich auch nochmal ein Video wert ist. Da hat der Scotty ein sehr cooles Video zu gemacht, kann ich auch eigentlich theoretisch am Ende des Videos mal verlinken oder ich schreibe es unten in die Videobeschreibung, dass mein Pumpendruck teilweise je nach Einsatzszenario größer sein könnte als der Druck, der letztendlich von der Hydrantenleitung nach oben stößt. Das heißt, ich könnte einen Rückdruck erzeugen mit meiner Pumpe, die, was weiß ich, nehmen wir mal an, wir machen 15 Bar, wir machen 10 Bar und der Hydrantendruck, der hochkommt, sind 5 Bar, sind 3 Bar. Wir hätten aber jetzt einen geringeren Druck durch unser Trinkwasser, was hochströmt. Jetzt haue ich mit meiner Pumpe so einen Rückschlag da rein und könnte, ich habe ja in meinem Fahrzeug kontaminiertes Wasser, da sind Schaumrückstände drin, das ist dreckiges Wasser, ganz fieses, böses Wasser. Und durch den Überdruck, den ich generiere, würde ich mein böses Wasser in das Trinkwasser drücken und somit das Trinkwasser verschmutzen. Und deswegen gibt es halt ein wichtiges Bauteil, was definitiv heute gang und gäbe ist, was eigentlich schon Pflicht ist. Einige Leute nutzen es noch nicht und das ist in Kombination mit einem anderen gewissen Bauteil, was jetzt noch nicht da ist, ja Pflicht, gerade dann, wenn man Wasser zieht aus Unterfluhydranten. Ich glaube, bei Überfluhydranten ist das auch die Thematik, da muss man jetzt nicht die speziellen Kupplungen haben. Das ist jetzt ein spezielles Umbauset für Unterfluhydranten und das wird ganz spannend, das glaube ich als Video mal darzustellen, wenn wir irgendwann mal Wasser ziehen, beziehungsweise brauchen wir erstmal eine Genehmigung. Genau, ja. Eine Menge an fetten, richtig fetten Produkten. Herzlichen Dank an AWG für die Bereitstellung. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch wirklich einiges falsch erklärt, aber ich möchte mich definitiv immer dafür entschuldigen, weil ich bin kein Feuerwehrmann, beziehungsweise ich beantworte kurz die Frage, warum baue ich dieses Auto im Hintergrund, um mit euch mal zu lernen, wie Feuerwehr funktioniert. Ich bin selbst kein Feuerwehrmann, ich bin der absolute Laie, aber ich werde letztendlich dann Einsatzszenarien darstellen, aber dann auch mit richtigen Feuerwehrmännern und viele von euch haben sich da draußen ja schon beworben, aber erstmal müssen wir das Auto fertig kriegen. Okay, Geräteraum Nummer 5, ihr habt es gerade kurz gesehen, es ist alles leer. Wir müssen das Ding jetzt mal auf jeden Fall auf Vordermann bringen und hier mal so ein paar Sachen verlassen. Was sagt denn unsere Liste? Wir haben zwei Mulden, wir haben zwei Schlauchtragekörbe, wir haben 6 Druckschläuche, wir haben Kraftstoffbehälter, Kraftstoffansauggerät, Ansaugschlauch für D, 1,5 Meter, Kanister mit Ölbindemittel, Turbozumischer angebaut und ein Druckschlauch C15. Wer die ersten Videos gesehen hat zu dem Fahrzeug, hat glaube ich auch dieses uralte, schäbige, hässliche Hygieneboard wahrgenommen. Ich habe es ein bisschen geupdatet, ich habe es ein bisschen foliert, ich habe einen neuen Handtuchhalter bzw. Papierspender besorgt und halt auch ein paar Seifenspender. Genau, das Ding würden wir einmal updaten. Hier unten, genau, hier war immer noch die Thematik, warum ist dieser Abgang ein Stückchen weiter drin als dieser Abgang. Der vordere Abgang hier ist ja unser ganz normaler Wasserabgang von der Pumpe und der innenliegende, der hat auch extra ein gelbes Niederschraubventil hier hinten. Es ist der Schaumabgang und genau hier saß mal über einen 90-Grad-Winkel ein Turbozumischer. Und damit fing das Problem an. Wie oft erzähle ich euch jetzt schon etwas über Turbozumischer? Andauernd zeige ich das Ding, aber ich habe nie wirklich eine Lösung gehabt. Wie kriege ich das Ding da dran? Jetzt haben wir den originalen 90 Grad Winkel, der so auch verbaut war, um letztendlich den Turbozumischer wieder so einzusetzen, wie das Ding mal da drin war. Und das Problem, was jetzt ziemlich lange bestand, ist, dass wir nicht wussten, wie kriegen wir diesen komischen, ominösen Turbozumischer mit diesem Turbolader-Wäldchen hier ja, da letztendlich wieder rein. Und ja, ich habe so eine kleine, aber feine Lösung. Es ist nicht so die allerschönste Art, aber ich habe heute den ganzen Tag dran gesessen, habe es exakt ausgemessen. Es ist nicht perfekt abgeschliffen, aber spielt auch keine Rolle. Ja, hier einfach die Schrauben einen Tacken verlängert. Ich weiß gar nicht, ob das so zulässig ist, aber so war es definitiv original mal in dem Auto verbaut und ja, das Ding sollte jetzt so theoretisch wieder passen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das machen wir. Dann ist das schon mal das erste Ding, was jetzt nach Wochen, Monaten endlich beendet ist, dass wir da wieder den Turbozumischer drin haben. So, hier haben wir unseren 90 Grad Winkel. Das Ding ist ein Vergnügen schwer, deswegen hake ich das Teil einfach erst unten ein. Okay, genau. Und jetzt habe ich hier oben die Bohrung, das ist übrigens so die originale Halterung, die da mal drin saß. Und den Rest gab es nicht mehr. Ich habe jetzt Ziegler angerufen, keine Chance gehabt, irgendwie diese Halterung zu bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, nimm einfach zwei doofe, einfache Vierkant-Alu-Rohre und bohr da ein paar Löcher rein. Es war super zirkusmäßig, die Geschichte passend zu bohren, dass das Ding halbwegs gerade hängt. Und jetzt müssen wir da nur noch zwei von diesen Schrauben reinsetzen, hier oben. Und dann müsste das Ding eigentlich so hängen, wie er hängen muss. So, hoch das Ding. Gerade richten, passt jetzt schon wunderbar. Oh, das geht. Das sieht gut aus. Komm,
Mach mich nicht unglücklich. Geh da durch, du doofe Scheißschraube. Nee, das muss passen. Ja. Da ist ein gutes Stück. Hängt da gerade? Ich würde sagen, ja. Geht den Tacken vielleicht hoch? Nee, Moment. Hm. Nee, das sieht gut aus. Das ist genau wieder so, wie das Ding da verbaut war. Sieht man das noch auf dem Plan? Nee, leider nicht eingezeichnet. So, Thematik 1 ist erledigt. Jetzt habe ich zwei Ersatzkanister, 20 Liter von Dönges. Ich habe mir jetzt extra zwei verschiedene Farben ausgesucht. Einmal rot, einmal gelb. Weil ich das irgendwie cooler finde, wenn wir da so ein bisschen bunte Dinger reinsetzen. Weil diese NATO-Oliven finde ich tierisch langweilig. Und ja, das sind so klassische Kanister. Zweimal Ersatzkanister. Kraftstoff, glaube ich, ne? Kraftstoffbehälter, 2x20 Liter, kommen jetzt genau da rein, wo ihr seid. Nummer 1. Nummer 2. Okay. Jetzt hätten wir theoretisch noch unser Streumittel und zwei Auffangwannen, die da oben hinkommen. Ja, ich glaube ja. Man muss beide Dinger gleichzeitig in die Führungsschiene bekommen. Das ist irgendwie ein bisschen gelöst. Aber gut, wenn das so war, original, lassen wir das auch so. Können auch nicht mehr raus, beziehungsweise die untere kann sich ein bisschen verschieben, aber dadurch, dass jetzt hier unser Blockierhebel ist, bleibt das Ding so sitzen, wie das sitzen muss. Hier unten sind noch so ein paar Dinger. Genau, weg. Yes! Cool! Auf jeden Fall schon mal drin. Zack. Die Frage ist natürlich, jetzt kriegen wir den Zoommischer hier so drauf? Ja, geil, ey. Das ist dann noch geiler, wie den da hinten irgendwie zu verstecken, weil der so geil aussieht. Das Ding steht da gut so. Theoretisch könnte man den da hinten auch anbringen. Da war aber irgendwann mal, glaube ich, ein Stützkrümmer dran. Deswegen lassen wir den jetzt einfach. Ich würde den so stehen lassen, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Findet ihr das cool, dass das Ding jetzt hier so steht? Aber das wäre zu schade, wenn man den jetzt da oben reinhängt und dann letztendlich das Ding nicht mehr sieht, oder? Das ist so geil. Das sieht so geil aus. Das muss da einfach so stehen bleiben. Der Druckschlauch, 15 Meter, kommt auch noch hier unten rein. Ich mache das Band direkt mal ab. Ihr seht auch, ja, zum Thema Schlauch gibt es auch ganz, können wir ganz viele Videos drüber produzieren, welche Schläuche man wo einsetzt. Das ist jetzt hier, ihr seht, es ist ein gelber Schlauch, es ist ein Tagesleuchtgelber Schlauch, nein, der heißt hat Fluoreszenz, ein Fluoreszenzschlauch und der hat hier zwei orangene Streifen. Das heißt, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, es ist die Leistungsstufe 2, es ist jetzt nicht unbedingt der Schlauch für die absolut krassesten Anwendungen, gerade für den Innenangriff. Das Ding, gut, ist jetzt sowieso nur 15 Meter lang. Für den Innenangriff würdet ihr theoretisch Leistungsstufe 3 verwenden, für die absolut harten Dinger, wenn ihr in den Wohnungen, in irgendwelchen Messihäusern oder was auch immer, bei eingeschlagenen Fensterscheiben irgendeinen Schlauch durchzieht, dann hält der Schlauch mit einer höheren Leistungsstufe natürlich mehr aus als ja, dieser klassische Schlauch, wobei es ist nicht der klassische Schlauch. Der klassische Schlauch haben wir hinterher, glaube ich, als B-Version, zumindest als Hydrantenleitung. Die kurzen Hydrantenstücke, diese 5-Meter-Teile, die hinten reinkommen. Das ist schon so mit der Mittelklasse-Schlauch. Es gibt noch eine Klasse drüber. Das ist aber so ein Ding, ja, haben viele Feuerwehren nicht. Viele Feuerwehren haben einfach so ein Standardkram noch mit drin. Aber das ist schon Next-Level-Shit. Aber der orangene davon, gerade für den Innenangriff, ist letztendlich der absolute Endstufenschlauch. Genau. Was soll ich euch jetzt sagen über den Schlauch? Es ist ziemlich cool, dass man hier halt schon so ein Update drauf hat. Wir haben jetzt hier so ein Plastikring drum sitzen. Es sind, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon die gepressten Schläuche sind. Es gibt da schon eine Lösung der gepressten Schläuche oder ist das noch der Einbandschlauch? Ich meine, es ist schon die neuere und speziellere Version. Ihr habt eine Kupplung und nicht mehr hier den Einband, den ihr mit Stahl einbindet, sondern einfach nur noch letztendlich hier so ein Plastikkranz, der drüber gestülpt wird und somit quasi das Ding letztendlich fixiert. Wie bei Gardena wird der Anschluss am Ende geschraubt, draufgeschraubt und somit festgepresst. Und hier ist das in dem Fall halt ja, so ein Plastikkranz. Die Frage ist natürlich nur so, muss man das haben, muss man es nicht haben? Wenn ich das Ding jetzt an Kanten lang ziehen muss, dann habe ich bei einem klassischen Schlauch, der jetzt nicht diesen Einband hier hat, ja, eine Angriffsfläche, wo der Schlauch hängen bleiben könnte. Und in dem Fall haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Es ist sowohl einfacher letztendlich im Service, wenn der Schlauch mal einen Platzer kriegt. Und die kriegen ja meistens immer Platzer kurz vor Ende der Kupplung, weil hier immer der meiste, ja, die meiste Beanspruchung drauf liegt. Dann habt ihr den Vorteil, ihr könnt es relativ schnell und einfach austauschen. Ihr müsst da nicht wieder 100 Mal diesen Einband machen. Und der zweite Vorteil ist halt hier, ihr habt so einen Kantenschutz und bleibt dann nicht so häufig an den Kanten hängen wie mit einem klassischen einfachen Schlauch. So, genau, das Ding da unten rein. Sieht verloren aus, war aber tatsächlich so da drin. Komisch, nee, das sieht komisch aus. Können wir jetzt noch einen Adapter draufsetzen von B auf C?
und noch ein Strahlrohr theoretisch dran machen, dass man sofort quasi eine heiße Leitung hat, wenn es um die Wurst geht und wir hier rausgehen müssen über einen Abgang. Könnte man variabel machen, also könnt ihr gerne mal sagen, was ihr macht in der Feuerwehr. Ob ihr jetzt hier unten noch ein Schlauchpaket liegen habt, theoretisch hätten wir Platz dafür. Wir könnten noch einen Verteiler reinstellen. Wobei, das wird von der Höhe gerade ein bisschen knapp, weil wir jetzt diesen ultimativen Turbozumischer hier oben haben. Genau, schreibt es mal in die Kommentare, was würdet ihr da reinpacken? Sollen wir da letztendlich nochmal ein komplettes Schlauchpaket unten reinlegen? Anyway, die Etage ist abgehakt, jetzt geht's darum. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera gerade sehen könnt, aber die Platte ist inzwischen schon ultimativ verstaubt, weil die schon super lange bei mir rumliegt und ich die einfach ja nie eingebaut habe. Am Anfang meines Projektes habt ihr gesehen, diese Platte war weiß, da war so ein ultra hässlicher Papierhalter drauf, da war so eine Halterung für eine Pumpflasche, ich glaube Sandseife oder so war da drin oder normale Seife, aber letztendlich war es ultra hässlich und ich habe es jetzt einfach mal in Anthrazit foliert, weil ich finde, das passt eigentlich ganz gut, ist ein bisschen moderner, die Rückseite, haha. Sieht immer noch aus wie vorher, aber da bin ich mir noch nicht sicher, was wir da letztendlich machen. Theoretisch, wenn das Ding verbaut ist, könnte man hier noch eine Platte einsetzen, dass das Ding komplett plan ist und dann da noch einen Schlauchhalter dran machen für einen normalen Gardena-Schlauch oder irgendwelche anderen Dinge. Das könnt ihr auch wieder gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr so macht. Aber ich würde sagen, wir bauen uns das erstmal zusammen und gucken mal, ob das letztendlich so aussieht, wie ich mir das gedacht habe. Moment mal, bevor das losgeht, wir haben ja noch ein super duper KG-Rohr, was hier noch rein muss für die Druckluftpistole. Haha! Das mit dem Rohr fand ich schon beim Ausbau fies. Ne? Das war richtig, richtig, richtig gemein. Das Rohr da irgendwie wieder reinzufummeln über die Ecke hier. Oh, das geht aber doch easy. Na gut, okay. Ich habe extra eigentlich so eine neue Spiralleitung besorgt. Nur das Problem ist, die war einfach zu lang. Deswegen machen wir jetzt einfach das alte Ding da wieder rein und das funktioniert ja auch. Bin ich schon hinten dran? Nee, passt nicht ganz, so wie das passen soll. Ne? Oh, nee! Ah, ist drauf. So, so ist das gut. So sieht das schön aus. So, die neue Ausblaspistole. Kommen wir jetzt zu unserer Superplatte. Die Schienen sind noch da, wo die hingehören. Und da ist die auch schon. Ja, sieht gut aus in Mattsilber. Irgendwann rostet die unten wieder ein. Aha. Unten ist sie drin, hier oben noch nicht. Damals gab es wirklich noch keine selbstsichernden Muttern. Das heißt, man hat einfach ganz normale Muttern genommen und die dann hier verschraubt. Letzte Schraube ist so ein bisschen anspruchsvoller, glaube ich. Okay, jetzt ist für mich die Frage, was ergibt Sinn? Deswegen habe ich das Ding noch nicht vormontiert, weil ich mir noch nicht sicher bin, letztendlich, was ist die beste Aufteilung. Ich habe jetzt einmal hier so einen Papierkorbhalter von Tork in schwarz glänzend, so, das war so mit das schönste Ding, was ich im Internet gefunden habe. Und dann habe ich ganz normale Seifenspender bzw. Desinfektionsmittel. Meine Idee ist jetzt, oder war am Anfang, das Ding ziemlich weit nach vorne zu setzen, dass man hier schön das Papier rausziehen kann. Oder letztendlich das Ding ganz weit nach innen zu setzen und hier außen dann halt zwei von diesen Desinfektionsmitteln und Seifenspendern zu integrieren. Was macht jetzt für mich Sinn? Ich möchte da so ein bisschen irgendwie durchdacht das ganze System hier auch zusammensetzen. Papierhandtücher könnte man lieber nach innen setzen, weil man sich eher die Hände wäscht und desinfiziert, als Papierhandtücher zu ziehen. Viele Leute waschen sich die Hände, putzen aber dann eben schnell die nassen Hände an den Klamotten ab. Und deswegen ist der Spender, glaube ich, fürs Papier gar nicht so relevant wie eher die Seife und das Desinfektionsmittel. Also würde ich sagen, machen wir das so genau auf dieser, in dieser Konstellation. Die Frage ist nur, wo ist der Schlüssel davon? Geil! Und nach meinem Glück habe ich die Schlüssel weggeschmissen. Immerhin habe ich schon mal ein paar Akkus gefunden, die bei mir untergegangen sind. Ich habe den Schlüssel tatsächlich nicht dabei. Aber ist auch nicht schlimm, der liegt wahrscheinlich bei mir irgendwo auf dem Schreibtisch. Vielleicht hat man da die Chance, das Ding von innen einfach aufzudrehen. Oh, Glück gehabt. Der ist zum Glück nur so eingehakt. Das heißt, ich muss unbedingt noch mal nach den Schlüsseln gucken. Ey, da ist sogar eine Wasserwaage drin für die Montage. Das ist ja krass. Okay, das ist kein Serienteil. Das Ding läuft auf jeden Fall schräg ab. Oder wirkt das einfach nur so? Ich weiß es gerade nicht. Ist auf jeden Fall kein Serienteil. Hat die liebe Feuerwehr Erfurt nachgerüstet. An sich keine schlechte Idee. Die Frage ist nur, kippt das Ding jetzt wirklich? Das kippt tatsächlich weg nach vorne. Ich sage, man richtet das gerade aus. Ich sage, man geht ja auch nicht um den Millimeter, oder? So, noch ein Glück gehabt, ein bisschen Ökopapier übrig geblieben hier aus der letzten Fuhre. Ich habe noch nie so einen Spender voll gemacht, aber theoretisch ist das ja selbsterklärend. Ne? Die Dinger ziehen sich immer wieder nach. Fummelt das erste Papier da unten durch.
zu. Das ist alles, genau. Und dann kann man jetzt immer wieder die Dinger nachziehen. So, kommen wir noch zu unseren ultimativen Spendern hier. Passen theoretisch noch zwei nebeneinander? Ja, passen. Wir müssen nur gucken, dass wir genug Abstand haben, um den Schlüssel da reinzukommen. Die Billigspender von Amazon. Ich glaube, das ist auch wirklich das Geschäft auf Amazon aktuell, ne? Da ist echt mal ein krasser Vergleich. Wir haben hier ein Qualitätsprodukt. Wir haben einmal was von Braun, von B. Braun. Und wir haben hier so das Billigding von Amazon. Im Grunde 1:1 nachgebaut. Ich finde tatsächlich die Oberfläche ein bisschen cooler bei diesem Billigding. Aber ihr seht natürlich sofort, dass das 1:1 ganz billig nachgebaut wurde. Ne? Von der Qualität würde ich sagen, ist Braun bzw. der Hersteller hier Schülke, ich glaube Schülke sogar, ja, meilenweit davor. Ich habe jetzt nur leider zwei Doppelte nur von diesen Linglong-Teilen, nicht die originalen. Deswegen machen wir einfach mal die Linglong-Dinger dran und wir geben denen einfach mal eine Chance. Also ihr könnt gerne in die Videobeschreibung gucken, falls euch die Thematik interessiert und ihr sowas auch sucht. Finde ich relativ günstig, das Ding. Ihr kriegt sogar hier so ein leeres Fläschchen mit dabei und habt halt wirklich das Plug-and-Play-Set für ein paar Euros. Aber ob die wirklich lange halten, ich weiß es noch nicht. Wir machen das Ding jetzt erstmal dran. Das heißt, die Dinger müssten ungefähr hier montiert werden. Ich mache das jetzt einfach per Augenmaß, weil ich jetzt einfach mal auf mein Gedankengut hier vertraue. Ja. Nice. Gib mal her, das erste Ding. Passt das oder passt das nicht? Alles? Nee, das ist noch nicht alles. Ah, so, ja, oben einhängen. Erster Spender ist dran, passt das von der Höhe? Ah, perfekt. Sehr cool. Genug Abstand nach links und rechts. Spender sind da. Flasche rein und glücklich sein. Jetzt passiert nur das, was ich gerade gesagt habe. Die Rückseite ist jetzt nur teilweise mitfoliert, einmal ein bisschen umgelegt, weil ich jetzt noch nicht sicher war, was machen wir auf der Rückseite. Wir haben noch ein bisschen Spiel. Theoretisch könnte man auch einen Halter für das Ding irgendwie hinsetzen und dann einfach das Teil noch verkleinern. Und dann passt das hier wieder nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Aber das Ding einfach so reinlegen ist halt auch nicht so. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Aber so finde ich das schon mal super. So, komm. Thema abgehakt. Mach das Ding runter. Ist cool so. Nächste Thematik ist der Schlauchtragekorb. Aber auch hier, Leute, habe ich noch die uralten Schinken. Die Schinken, die man nicht aufklappen kann, um mal schnell einen Schlauch zu bladen. Deswegen denke ich mir, macht es jetzt keinen Sinn, dass ich die neuen Schläuche da reinpacke. Ihr seht, ich habe hier uralte Schläuche noch rumliegen, die irgendwo mal übrig geblieben sind, die mir auch Zuschauer bereitgestellt haben, bevor ich diese Schläuche bekommen habe. Ich würde tatsächlich zwei neue Schlauchkörbe besorgen, die man auch aufklappen kann. Das ist die modernere Version und dann kann man die neue schlaufen und ja, komplett fertig machen und letztendlich dann auch verlasten. Wichtige Thematik noch. Ja, ihr seht, sind sogar zwei unterschiedliche Versionen. Aber wir haben noch einen originalen Reich Smoke Stopper organisiert, der theoretisch auch an so einen Tragekorb rankommt. Ich muss da jetzt nur noch mal schauen, ist gerade schwierig mit dieser Corona-Geschichte. Keiner darf mehr Besuche empfangen und ich habe da so einen Metallbauer, der baut mir immer spezielle Sachen. Winkel, ihr habt es ja auch in dem Mittelteil gesehen. Da gab es so ein paar spezielle Sachen, auch die ganzen Aluminium-Sachen kamen direkt von denen. Nur komme ich da aktuell nicht hin, weil ist Besuchsverbot und alles super stressig. Ich würde bei dem Schlauchkorb, wenn ich den nochmal rausziehe, würde ich mir noch einen Winkel biegen lassen, dass dieser Smoke-Stopper da quasi eingehackt wird. Hier oben kommt eine Lasche drüber und dann kann ich das Ding hier direkt mit einem Schlauchkorb direkt zur Einsatzstelle tragen. Nur, ja, die Schlauchkörbe sind ultra alt, die kann man nicht aufklappen, die sind halt raus. Die sind da, damit man schon mal sehen kann, wie es aussehen könnte. Aber letztendlich mache ich da nochmal oder hänge das in dem nächsten Video an, wenn es vielleicht mal um die Elektrik geht oder vielleicht auch um die Pressluftatmer schon. Ja, wie das Ding letztendlich aussieht. Also es ist ja nicht keine Schwierigkeit. Die Leute, die sich gerade für die Thematik interessieren, ihr da draußen, habt natürlich schon mal gesehen, wie man so einen Schlauch da einfach reinfummelt. Nur, ja, macht das hier überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt hier die nagelneuen Schläuche in den dreckigen Schlauchkorb reinfummel und letztendlich die wieder rausnehme, weil andere Körbe kommen. Also, genau, ja, wir haben eigentlich alles, nee, haben wir nicht. Haha, haha, da oben. Da war ja noch was, ein kleiner Seitenschaden. Es steht nicht mehr. Es hängt nicht mehr, es ist verbogen. Irgendjemand ist hier mal gegengekommen, das ganze System ist raus. Das muss erneuert werden. Das hat LDR ja wirklich drauf mit den Griffen, ne? Boah, meine Herren, ey, sitzt das Ding fest. Die Stange, würde ich sagen, ist raus. Und die neue Stange ist da.
heißt, theoretisch müssten wir jetzt einfach nur wieder reinschieben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so easy, wie das wieder rausgegangen ist, das Ding, ne? Ah, die Röhre kommt. Perfekt. Eins, zwei, da ist das Ding. Müsste von der Länge passen. So. Zack. Nietenzange. Fertig, Thema durch. Reingeschoben. Jetzt geht es noch ums Detail. Klappe runter, die Blindkappen drauf. Schön, das Ding sieht aus wie neu. Aber mir fällt gerade auf, hier fehlt jetzt so ein Aufkleber oben drauf noch on top. Aber es passt wieder. Leute, nee, komm, wir müssen noch mal Licht anmachen. Wir müssen dann noch mal mit Licht beurteilen. Nice, sehr nice, richtig nice. Cool, einfach mehr. So, mit diesem kleinen, aber feinen Video verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß. Hier oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren und ein Video wird euch hier vorgeschlagen, wo ihr auf jeden Fall Bock drauf habt. Es ist automatisch generiert von YouTube, ich kann das nicht beeinflussen, aber viel Spaß mit dem Video, was jetzt folgt. Genau, wenn ihr mehr sehen wollt, zur Thematik Löschfahrzeug, bitte habt ein kleines bisschen Geduld. Ihr seht, ich bin am Ball, es kommt alles, aber es wird halt ein bisschen was dauern. Nächstes Jahr machen wir die ganzen Einsätze, es kommt auch noch ein Schere-Spreizersatz auf Elektro-Akku-Basis. Es wird nochmal eine ganz spannende Geschichte, also bleibt am Ball, haltet die Ohren steif und wir sehen uns in Kürze wieder auf meinem Kanal. Nee, eigentlich kommt er jetzt erst. Ihr könnt den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Würde mich tierisch freuen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und hier gibt es ein Video, was euch vorgeschlagen wird. Also, Freitag geht es wieder weiter mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Und bis dahin haltet die Ohren steif. Bleibt drin oder draußen oder macht, worauf ihr gerade Bock habt. Ich rede nicht weiter. Danke, danke, danke. Bis bald und ciao.